Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema verbesserter Schutz vor Telefonbetrug. Ein neues Telefonschutzgesetz soll betrügerische Anrufe ab sofort eindämmen. Verantwortlich ist der Netzbetreiber. Wie sollen Kriminelle gestoppt werden? Telefonbetrug hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Und die Mittel werden immer mutiger. Beispielsweise verschleiern Kriminelle die wahre Identität potenzieller Opfer, indem sie gefälschte Nummern auf ihren Telefonbildschirmen anzeigen. Unter anderem werden die Notrufnummern 110 oder 112 missbraucht. Kriminelle geben sich als Angehörige von Polizei, Behörden oder Banken aus, mit dem Ziel, Zugang zu Bankkonten zu erhalten oder Bargeld zu erhalten. Die Anrufe selbst kamen meist aus dem Ausland. Bisher wenig Spielraum. Bisher tut sich die Bundesnetzagentur mit der Bekämpfung von Telefonbetrügern sehr schwer. Nach § 123 Telekommunikationsgesetz, TKG, können sie die gesamte Rufnummer sperren. Die Maßnahme ist jedoch sinnlos, wenn der Täter eine bestehende Rufnummer nutzt und dabei die Rufnummernanzeige manipuliert. Seit einem Jahr kann die Bundesnetzagentur unter bestimmten Voraussetzungen bei Anbietern Auskunft über Anrufer anfordern. Personenbezogene Daten werden jedoch datenschutzrechtlich in der Regel nach 7 Tagen gelöscht. Dies macht es schwierig, die ursprünglichen Zahlen zu bestimmen. Da die meisten Anrufe aus dem Ausland stammen oder geleitet werden, unterliegen sie außerdem nicht der Nummernverwaltung durch die deutschen Bundesbehörden. Das macht es den Tätern leicht. Bestimmte Nummern sperren. Ab jetzt soll es vorbei sein. Seit dem 1. Dezember 2022 bekommen Verbraucher einen besseren Schutz, damit sie weniger wahrscheinlich Opfer von Telefonbetrug werden. Das neue Telefonschutzgesetz verpflichtet Netzbetreiber, bei Anrufen aus ausländischen Netzen keine deutschen Rufnummern mehr anzuzeigen. Einzige Ausnahme sind Urlauber, die sich vorübergehend im Ausland aufhalten und von einer Inlandsrufnummer nach Deutschland telefonieren. Darüber hinaus müssen Anbieter Anrufe zu bestimmten Nummern stornieren bzw. den Rufaufbau abbrechen. So werden zum Beispiel Fake-Anrufe mit den Notrufnummern 110 oder 112 gar nicht erst zugestellt. Auch teure Sonderrufnummern wie 0900 oder 0137, bei denen der Tarif beliebig hochgesetzt werden kann, müssen abgebrochen werden. Verbraucherschützer begrüßen Gesetz. Die Deutsche Verbraucherzentrale begrüßt das neue Gesetz. Welche Auswirkungen diese Maßnahme in der Praxis haben werden, lässt sich derzeit jedoch nicht abschätzen. Frau Susanne Blom vom Bundesverband der Verbraucherzentralen sagte, eine Gesetzesänderung könnte nötig werden, wenn die Zahl der Beschwerden nicht zurückgeht. Aber das muss man in den nächsten Jahren und Monaten sehen. Insofern muss man natürlich auch abwarten, ob es Schwachstellen gibt, die man ausnutzen kann. Gerade im Bereich der Telekommunikation gibt es kontinuierlich technologische Entwicklungen, die von Menschen mit kriminellen Absichten ausgenutzt werden können, sagte Blom. Weitere Telefonnummern können in Zukunft unterdrückt werden. Neue Regeln erschweren es Betrügern, von gefälschten Rufnummern aus anzurufen. Ergebnis: Seit Dezember 2022 rechnet die Bundesnetzagentur mit einer Zunahme von Anrufen ohne angezeigte Rufnummer. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle diese Anrufe einen kriminellen Hintergrund hatten, weil die Telefonnummer aus triftigen Gründen gesperrt ist. Nun ja, alles schön und gut. Die Gesetze sind mal wieder fürs Telekommunikationsgesetz geändert worden. Doch hat es was gebracht? Aktuell kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nö, überhaupt nicht.
Also die Anrufe sind auf diesem YouTube-Kanal hier nach wie vor wahnsinnig hoch. Sie haben nicht ein bisschen abgenommen. Also seit Dezember soll das neue Gesetz in Kraft sein und ja, der Telekommunikationsanbieter, wie zum Beispiel die Telekom, soll sich nun darum kümmern, dass ausländische Anrufe keine deutschen Telefonnummern mehr anzeigen können. Das war auch vorher schon so, nicht mehr so gang und gäbe. Natürlich haben die Betrüger ziemlich oft, zum Beispiel aus Berlin angerufen, obwohl sie irgendwo im Ausland sitzen. Das ist jetzt technisch nicht mehr so einfach. Doch war es in Vergangenheit schon ganz oft so, dass die Betrüger eigentlich mit englischen Rufnummern oder mit niederländischen Rufnummern oder auch mit Schweizer Rufnummern hier in Deutschland anrufen. Und ja, somit hat das ja keinen Einfluss. Es werden ja nur deutsche Telefonnummern, die gespooft werden, gesperrt. Das heißt, wenn man aus dem Ausland anruft, aber es ist kein ausländisches Telefon, oder dieser Vertrag, der da zustande gekommen ist, ist kein deutscher Vertrag, dann kann man nicht mehr aus dem Ausland hier nach Deutschland anrufen. Auch dann nicht, wenn eine deutsche Telefonnummer angezeigt wird beim Ausgang des Telefonats. Unterdrückte Rufnummern habe ich sowieso sehr selten auf dem Kanal. Natürlich rufen die Betrüger nach wie vor hin und wieder mit unterdrückten Rufnummern an. Doch die Nummern stehen ziemlich oft im Display. Und hier war es vorher ja schon England. Und eher selten Berlin. Natürlich kam Berlin vor, jetzt kommt's wahrscheinlich nicht mehr vor. Ich kann euch auch gar nicht mal so aus dem Stegreif sagen, ob mittlerweile in der Zwischenzeit eine Berliner Rufnummer wieder angerufen hat. Doch das Ganze kann man aber auch wieder umgehen, indem man hier einfach in Deutschland einen Telefonanbieter zur Rufnummernweiterleitung bucht. Und schon könnte wieder eine deutsche Telefonnummer in eurem Telefondisplay stehen, obwohl der Anruf aus dem Ausland kommt. Das heißt, summa summarum bringt dieses Gesetz eigentlich wieder überhaupt gar nichts. Denn hier wird wieder, wie so oft, einfach schlichtweg an der falschen Baustelle gearbeitet. Und zwar an dem Kern des Ganzen. Es wird einfach irgendein Gesetz erlassen, was die Telekommunikation betrifft, statt einfach direkt nach den Kriminellen zu fahnden. Ja, und so nimmt das Spielchen seinen Lauf und nimmt eigentlich kein Ende. Und das Ganze ist nichts anderes als eine Katz-und-Maus-Jagd, in denen die Polizeibehörden und die Betrüger Stück für Stück immer wieder hochrüsten. Und am Ende gewinnen eigentlich meistens immer die Betrüger, da die weiter fleißig bei uns anrufen. Hier muss auf jeden Fall noch ein weiteres Mal nachjustiert werden. Allerdings muss man hier mit ganz anderen Mitteln kämpfen. Und zwar bei der Substanz anfangen. Man muss die Webseiten der Betrüger versuchen zurückzuverfolgen, wo die Server stehen, irgendwo da in der Nähe könnte sich vielleicht der Betrüger befinden. Man müsste sich als Polizist bei den Betrügern registrieren und dafür sorgen, dass man dem Betrüger eine E-Mail schicken kann. Mit einem manipulierten Bild, dass man herausfinden kann, wie die IP-Adresse des Callcenters ist, wo der Betrüger sitzt. Dann könnte doch direkt jemand dorthin fahren, wenn man das über diesen Weg versucht. Was das jetzt mit dem Telekommunikationsgesetz bringen soll, weiß ich tatsächlich selbst nicht. Es ist ein Anfang, aber auch nur ein sehr kleiner. Ich habe bewusst dieses Video zu dem neuen Telekommunikationsgesetz etwas später gemacht und nicht direkt im Dezember, um einfach selbst mir ein Bild davon machen zu können, ob sich irgendetwas an der Telefonsituation hier ändert. Hat's aber nicht. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf irgendeine dieser Telefonmaschen hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es jede Menge Telefonmaschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir leider nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf solche Telefonmaschen hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da.
Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.